Sandra, am besten gehst du mal vor. Klar, kein Ding. Also, ich habe echt Angst. Das ganze Haus ist mir nicht ganz geheuer. Sieht's bei dir aus, Sandra? Oh, geil, einfach nur geil hier, ey. Ich glaube, die werden heute an mich loswerden. Doch, das müssen wir. Sonst müssen wir sie in unsere Clique aufnehmen. Aber warte mal, da hinten kommt das Regal, da muss sie sich einfach erschrecken. Geiler Raum hier, ey. Ja. Okay. Sandra, magst du da hinten mal bitte nach meiner Tasche gucken? Ich glaube, die ist da irgendwo. Ja, ich guck mal. Ja, danke. Boah, nee, ey, komm, geh mal aus meiner Zone, ey. Michelle, hier. Hier ist keine Tasche, Michelle. Michelle, hier ist keine Tasche. Egal, vergiss die Tasche einfach. Ey, cool, guck mal da, Geist! Chill doch mal euer Leben, ey, das sind nur Geist, ey. Ich bin da echt voll die Pussys, ey. Lisa, Jana, hat das gerade irgendeiner von euch geplant? Ganz sicher nicht. Ohne Scheiße, mir das ist zwar gerade echt. Was war das? Das war eine sardische Langohrfledermaus. Die sardische Langohrfledermaus gehört zur Gattung der Langohrfledermäuse. Zum Schlafen hält sie sich in Kalksteinhöhlen auf. Ihr lateinischer Name lautet Flecketus Sardus. Toll. Sandra, was machst du da? Ich rufe einen Kammerjäger an. Wegen der Fledermaus. Woher hast du jetzt so schnell die Nummer eines Kammerjägers? In diesem Film macht generell nicht alles einen Sinn. Okay, Mädels, kommt mal bitte mit auf den Flur. Sandra, du bleibst mal kurz hier. Was soll ich hier die ganze Zeit alleine machen? Keine Ahnung, such mal die Tasche. Cool, okay. Bis gleich in diesem Zuckermäuschen. Scheiße, Mann, wir werden es auch noch nie los. Doch, das müssen wir. Es wird nicht klappen. Der schreit sich bei keinen einzigen Sachen. Die wird die ganze Nacht hier bleiben und dann müssen wir sie in unsere Clique aufnehmen. Das geht nicht. Den dreh ich durch. Dieser Mensch, beruhig dich doch. Das geht nicht. Nein. Geht's dir gut? Alles gut. War nur ein Strafschuss. Okay. Also wenn Sandra jetzt noch vor Sonnenaufgang die Poppenhusen will, verlassen, müssen wir sie nicht in unsere Clique aufnehmen. Schneiden wir die Kehle durch. Okay, also einen Schocker haben wir noch. Der muss einfach sitzen. Okay, das schaffen wir. Los geht's. Warte, sag mal, ich bin doch nicht die Einzige, die das Gesicht im Fenster gesehen hat, oder? Halt's Maul, Jana. Davon möchte ich jetzt nichts hören. Genau, halt's Maul. Halt du auch dein Maul. Genau, Jana. Halt endlich dein Maul. Komm, bis jetzt. Hey, guck mal, Michelle. Ich habe deine Tasche gefunden. Was? Ich hab meine Tasche doch gar nicht dabei gehabt. Das ist deine, Michelle. Ja. Warum ist dieses Bild hier von mir angebrannt? Naja, ich habe mir das Bild angeguckt und da war das so dunkel. Da habe ich ein Feuerzeug rangehalten, damit es heller wird. Und dann ist das wohl ein bisschen angefangen an den Seiten. Wieso ist dieser Brief voller Blut verschmiert? Naja, ich hatte doch noch so doll Hunger. Und dann hab ich mir ein Brötchen gemacht mit Ketchup. Und dann habe ich in das Brötchen gebissen und ein bisschen Ketchup in die Tasche gefallen. Sorry seems to be the hardest word. Okay, ganz ruhig, Leute. Ich denke, wir sollten nochmal die anderen Räume erkunden. Hier gibt es bestimmt noch viel zu entdecken. Lisa hat recht. In den anderen Räumen schafft es bestimmt auch. Ja, okay. Gehen wir weiter. Hallo? Hey, Tashana! Ja, nee, ich kann heute nicht. Ich bin noch im Geisterhaus, ja. Ja, nee, ich bin nicht alleine mit Jana, Michelle und Lisa. Das soll er niemandem sagen. Ja. Nee, wir laufen mich durch die Gegend, hey, knutschen wir noch ein bisschen rum, so Mädchensachen halt so, ja. Ja. Willst du vorbeikommen? Ja, cool, paar Boden zu einer Seite, ja. Ja, cool, wir zeigen mal diese Hand vor. Tschüss. Oh, das ist bestimmt Sascha. Sandra, eigentlich haben wir gar keine Lust auf Sascha. Wie sieht Sascha denn aus? Das Opfer soll sich verpissen. Oh, der will doch nur kurz Hallo sagen. Sascha!
doch nicht Sascha, du behindertes Kind, das ist Bergrete, Kammerjäger. Yeah, ich mach ich, so this is my second job, you know? Cool, hier listen, Bergrete, we have problems here with the Fledermauses, you know? Can you please help us a little bit, though? Yeah, no problem. Where are they? Oh, look, there is one. Got to... Lara! Look at that big thing here, I think that I have to... Oh my God! Wow! It's leaving! Du hast doch nicht meine Tassen im Schrank! Sorry, what did you say? She tells you to have not all cups in the board. Das arme Tier, ich bin Fuchsteufelswild! The armed animal, she is Fox Devil's Wild! Mein lieber Herr Gesangsverein! My lovely Mr. Singing Club! Sorry, but I only understand translation! Well, forget it! Thank you, Bergrete, for coming us here in the house with the Fledermaus, thank you! And, yes, goodbye and hold the ear stiff, ne? Thank you, very, very much! Batsch! Was ist? Oh, Mama, goodbye! Michelle, warte doch, was ist denn? So, jetzt reicht es mir aber auch mal so langsam. Erst ruinierst du meine neue Handtasche. Und dann kommt auch noch dein gestörter Freund vorbei und beißt deiner Fledermaus den Kopf ab. Lisa, Jana, häng von mir aus ruhig weiterhin mit dieser gestörten Tante ab. Ich bin weg. Na toll, du dumme Nuss. Das war unsere letzte Falle für Sandra. Jetzt werden wir sie nie loswerden. Vielen Dank, Michelle, echt. Wie bitte? Ihr habt hier absichtlich Fallen aufgebaut, damit ich vor Sonnenaufgang die... Dass ich das ganze Stadt verlasse und gar keine Chance habe, mit eurer Clique zu kommen? Sandra, versteh das nicht falsch, aber du bist einfach furchtbar nervig. Aha. Sandra, meine High Heels sind höher als deine Kuh. Du bist einfach langweilig und dumm. Du bist kein bisschen spontan. Also langweilig bin ich schon mal gar nicht, ja? Und dumm? Zugegeben, ein bisschen dumm bin ich vielleicht, ja? Spontan, aber hallo, ich bin hammer spontan. Spontan? Okay, Sandra, dann zeig mal, dass du spontan sein kannst. Los! War spontan. Ich bin so enttäuscht von euch. Ja, uns tut das ja auch irgendwie leid, aber wenn wir dich in unsere Clique aufgenommen hätten, wären wir einfach nicht mehr die Coolsten im Dorf. Wir hätten dich einfach ständig an der Backe und keiner würde mehr was mit uns zu tun haben wollen. Das verstehst du doch, oder? Ja, was machst du da jetzt? Herzlichen Glückwunsch, Michelle. Du bist gerade Nummer 76 in meinem Panini-Arschloch-Sammel-Album geworden. Sandra, du bist echt gestört. Ich bin nicht gestört, ich bin eine Limited Edition. Mädels, Mädels, so geht das doch nicht. In einer Freundschaft geht es nicht nur darum, wer am schönsten und am schlauesten ist oder wer das meiste Geld hat. Es geht um Respekt und Liebe. Sandra wäre euch eine gute Freundin. Sie hat euch von ganzem Herzen lieb und würde niemanden von euch auch jemals verletzen. Sie ist ein guter Mensch. Gebt ihr eine Chance. Ja. Vielleicht waren wir wirklich etwas fies zu ihr. Wir sollten ihr eine Chance geben. Ich denke auch. Sandra, hiermit nehmen wir dich herzlich in der coolsten Clique aus ganz Poppenhusen aus. Herzlich willkommen. Eigentlich bin ich viel zu cool, um in eure Pussy-Clique zu gehören, ja? Guckt euch an, guckt mich an. Hallo, Differenz. Ich sage Peace out, see you later, Alligator, auf nimmer wieder den Bye-bye und tschüss. Und? Was habt ihr heute Abend noch so vor? Boah, was für eine Nacht, ey. Aber die drei Weiber, ey. Bleib gleich lieber bei Sascha. Achso. Sascha, Sascha, du brauchst nicht mehr kommen, hat sich erledigt. Tschüss. Ja, aber nee, die drei Weiber kann ich echt drauf verzichten, ey. Hallo? Michelle! Was? Kommst du wieder angekrochen oder was, ey? Ne, kann ich echt nicht gebrauchen. Die drei Weiber sind echt für mich gestorben, ey. Ob ich heute Abend zum Berg der Verdammnis kommen soll? Mit dem Strick? Wieso nicht? Wie viel Uhr? You got the whole world in the sense, you got the whole wide world. In the sense, you got the whole world. In the sense, you got the whole world in this world. You got the talent to put out. In his hands he's got the Fleischwurst and the Schwarzbrot. In his hands he's got the keys and the cornflakes. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the
Zeit verwirrt. Trifft vielleicht wohl endlich mal gut. In his hand he got the keys and the conflict. In his hand he got the whole world.